Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Multiplayer-Part. Jo, mit dem Pluto, hallo. Jo, heute zwei Parts. Ich denke, morgen auch zwei Parts. Und jo, meistens bin ich am Abend auf dem Server am Aufnehmen. Falls jemand ein bisschen Kommentar schreibt oder auch liked und ich sehe es, dann dürft ihr gerne auch auf den Server kommen. Aber bitte einfach an euch an die allgemeinen Regeln halten und sonst fragen, bevor ihr irgendwas Negatives macht. Oder Positives. Aber das verhindern wir nicht. Okay, nochmals Wölfe, cool. Habe ich noch Knochen? Nein, ich habe ja Knochenmehl aus der Haus gemacht. Mist. Und dort gelassen in der Base. Hier ist jetzt 784 Meter weit weg. Okay. Ja, was wir am Suchen sind, ist Dschungelholz, aber, also vor allem Bambus. Aber irgendwie finde ich keinen einzigen Dschungel. Einfach, dass wir das sofort bauen können. Mache ich das jetzt mal kurz. Und der Pluto tut gerne ein bisschen schneller vorwärts machen und tut für mich ein bisschen warm, solange er Lust hat natürlich. So, wir spielen mit dem Pfeffer-Client. Das ist auch. Im Singleplayer habe ich an mich gestört, dass ich überhaupt nichts sehe und unter Wasser habe ich da ein bisschen die Sicht. So im Osten hinter dem Schneeberg ist ein Dorf übrigens. Vielleicht hat das Leon gefunden. Der kommt ja aus dem Osten auf diese Map. Glaube aber nicht. Vor allem ist es sehr komisch, das Dorf. Es ist einfach mal in einem. Ja, in einem Tal mit einem Fluss drin. Gut. Aber oben hin. Ah, doch, er war hier. Okay, gut, er war hier, weil das Kirschblütenbiom ist auch hier. Aber er hat die Kirschblütensetzlinge nicht gebraucht. Sieht aber cool aus ohne Wasser. Aber es ist schon ein bisschen OP, habe ich das Gefühl. Schade. Ich würde es schon gerne lassen. Ja, ladet euch auch den Pfeffer-Client runter und macht das auch. Aus Fairnessgründen. Oder schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es nicht sehen wollt. Dass ich das habe. Ich darf nicht noch leichteres Minecraft haben. Ihr kennt ja mich, also denke ich mal, ich habe ja immer ein bisschen Pech in Minecraft. Aber das macht alles ein bisschen spannender. Da brauche ich einfach noch ein paar zusätzliche Features, die positiv sind. Oh, geil, ey. Jetzt weiß ich, wieso Leon so motiviert war. Weil wir überall Berge haben, Schneeberge. Ui, ui. Oh, dachte schon, ich falle wieder runter. Ah, hier ist der Baum, wo er gefällt hat. Wie cool. Okay, Setzlinge habe ich schon. Und dieses Blossom möchte ich auch noch ein bisschen mitnehmen. Sehr schön. Geil, ganz viele. Ui. So, wie sieht dieses Biom jetzt aus? So ein kleines Biom. Da ist es sicher schon gewesen. Gehen wir mal nach Süden. Vielleicht finden wir einen Dschungel. Einen Setzling nur? Toll. Finde dieses Holz aber sehr schön. Bin ja nicht so der Pink-Fan. Gibt aber wahrscheinlich genug Männer, die gerne Pink haben. Ich kenne aber kaum Leute, die Pink mögen. Also, liebe Zuschauer, mögt bitte Pink, schreibt es in die Kommentare. Ich will mal wissen, ob ihr Pink mögt. So richtig rosarot. Rosarot, oh, rosarot. Wie ging dieses Lied? Ich habe es gar nicht so viel gehört. Von Rammstein. So, jetzt haben wir ein paar Setzlinge, sehr gut. Also, dann gehen wir weiter. Schauen wir kurz in die Höhle. Wo ist ein Durchgang? Ja, nicht ganz ein Durchgang.
Schafe. Oh ja. Lammfleisch stinkt nach Stall. Also muss alle sterben. Nein, nein. Nicht alle. So. Okay, Enderman. Ein Hase. Ey. Ey, Hase. Oh, getroffen. Sehr gut. Zombie unter uns. Nochmal ein Schaf, das lasse ich jetzt in Ruhe. Ich esse Beeren, aber jetzt durch die über die Luft, sonst pflanze ich die wieder. Ja, ich weiß, dass ich Zähne habe. Ja, ich weiß. Spiel. So. Aber wo haben wir jetzt einen Dschungel mit Bambus? Es muss unbedingt ein Dschungel mit Bambus sein. Sonst bin ich sehr böse, weil ich mit Bambus bauen möchte. Jo, tut mir leid, wenn es für euch nicht so spannend ist, wenn ich jetzt nach einem Bambus-Dschungel suche, aber ja, ich musste Sachen testen, wie die ich auch im Singleplayer-Projekt nicht so mache. Ja, Singleplayer-Projekt ist jetzt nicht gerade so beliebt, das ist immer so. Aber jetzt haben wir auch ein Multiplayer-Projekt und es kommt auch öfters. Ich muss jetzt nicht so viel Zeit investieren zum Hochladen. Also es gehen vielleicht 5 Parts pro Tag. Also jetzt am Wochenende bin ich noch ein bisschen beschäftigt. Genau. Am Wochenende kommen wahrscheinlich 2 Parts. Einen am Morgen und einen am Abend. Ja, von Minecraft. Und vielleicht muss leider ein bisschen Last Epoch pausieren. Die 2 Tage. Ich bin leider sehr streng am Fußballtraining. Weil ich jetzt in den Club eigentlich beitrete. Also mich genug fit fühle für einen Club. So, nochmals ein Dorf. Cool. Ja, ich schaue gerne manchmal auf die Map. Das macht mich irgendwie so ein bisschen happy, jetzt wieder ein Ding zu haben. Okay, cool. Ja. Ich finde, die Community darf immer wieder ein bisschen. Also ich habe jetzt zum Beispiel für das Singleplayer-Projekt Community gefragt auf meinem Kanal, aus welchem Holz das die große Galeone sein soll, die ich baue. Ich mache noch eine kleinere, das ist dann mein Ding aus Schwarzeichenholz. Aber ich hoffe, es wird ein gutes Holz. Also wahrscheinlich wird wieder Kirschblütenholz abgestimmt. Aber ist nicht so schlimm. Steht eine Community auf Kirschholzen? Kirschblütenholz. Also ich mochte es damals mit Feed the Beast und so, mit Mega Biomes XL sehr gerne. Das war schön. Aber bei Biomes of Plenty habe ich es gar nicht mal so viel genutzt und im Vanilla ist es ja erst rausgekommen, da habe ich nicht. Also Kartoffeln habe ich noch gefunden. In diesem Dorf. Hier ist auch noch eine. Oh, ein Smaragd. Brot. Ja, das ist das andere. Ah, Kartoffeln. Cauldrons muss ich noch nicht unbedingt mitnehmen. Und gut craften. Der bietet 15 rote Beete für einen Smaragd. Okay. Weiße Lederhosen. Oh. Stylisch. Das ist ein Ledergerber. Also dieses Dorf ist richtig stylisch. Das andere war so ein bisschen Höhen unterschiedlich. Ist nicht so toll. Ja, jetzt wird es wieder Nacht. Jetzt muss ich wieder kurz schlafen. Sonst bin ich einfach ein bisschen unter Druck. Ah, ich habe noch kein Shade, genau. Also ich schlafe auch. Du hast das Achievement jetzt bekommen. Das ist auch noch. Oh, 2 Smaragde. Noch mehr Kartoffeln. Jo. Ich
finde irgendwie viele Äpfel in den Kisten. Ja, das ist ein toller Server schon. Also jetzt bist du einfach noch am Spielen und die anderen haben nicht so. Also ungefähr 30 Minuten gespielt, schade. Oh, hier gibt es einen ganz hohen Birkenbaum mit einem Nest, Bienennest. Sumpf, okay, cool. Dokumentieren. Jo. Okay. Also ich gehe noch weiter Richtung Süden, denke ich mal. Ich mache jetzt einfach so einen anderen Bogen noch. Aber irgendwie habe ich wieder gar kein Glück, einen Dschungel zu finden. Ah ja, im Sumpf tue ich immer sehr schnell Schleime farmen. Ich habe irgendwie ja einfach Spaß mit den Schleimen, auch wenn man viel klicken muss. Drago bekämpft gerne Schleime. Wenn es Nacht ist, gehe ich hier nochmal hin. Ja. Ja, jetzt haben wir leider gerade übersprungen. Ich habe es ja auch erst danach entdeckt. Mhm. Wieder ein Kirschblütenbiom und hier, hey, das ist weit oben. Das wäre vielleicht eine gute Location zum etwas bauen. Wo sind wir da? Das ist ein riesiges, großes Kirschblütenbiom. Okay. Sehr viele Pferde, aber ich habe immer noch keinen Sattel. Ja, also wir sind leider nicht so glücklich gerade noch. Also wir haben nicht so viel Glück. Hey, das ist sicher das Geilste. Ich gehe mal hoch. Ich habe irgendwie die Freude, jetzt gerade mal den Berg zu erklimmen. Oh, hier ist Ding. Wie sagt man? Tropfstein. Könntest du da 1, 2 mitnehmen? Ja, ich weiß, wegen Lava-Farm und so. Ja. Mache ich immer. Mache ich immer direkt. Sehr gut. Ich muss aber diese auch noch einsammeln, diese Blöcke. Habe ich die schon? Ja, die habe ich schon drin. Also ich habe jetzt 5 Tropfsteinblock und 7 spitzer Tropfstein. Reichen. Ja, also jetzt gehe ich mal nach oben noch. Ich denke, ja, Leon möchte sowieso in einem pinken Biom bauen. Dann können wir dort ein Schloss oder so bauen. da komme ich jetzt nicht hoch. Ah, ich will hier nicht viel abbauen, sonst ist dann Leon böse. Ich hatte den Wassereimer gedroppt, mit dem kannst du dich eigentlich hoch. Ja, stimmt, aber ich habe nicht so gerne die Wasserphysik. Ich mache es lieber ohne, also ich schaue einfach, dass ich hochkomme irgendwie und wieder runterfalle. Ah, hier auf der Seite, also auf der anderen Seite Richtung, also gegen die Ding kommt man dann hoch, ohne Wasser. Überall ist aber Lava. Ja, ist ja gut. Muss nicht so viel Lärm machen. Blätter. Uiuiui. Aber was ich nicht mag, sind so Blöcke zu platzieren. Mag ich gar nicht. So, ich bin ganz oben. Also ich werde die Koordinaten auf der Minimap speichern. Dann kann ich sie auch immer nennen. Kirschblüten. Hier oben. Meine Taste ist wieder weggefallen. Ich habe so eine Tastatur, wo man die Tasten mega leicht wegmachen kann. Und bei einem ist es gebrochen und dann fällt, also die B-Taste fällt dann immer wieder raus. Oh. Ich habe meine G-Taste gar nicht mehr. Oh. Hast du sie verloren oder einfach rausgerissen? Die ist kaputt gegangen, weil man die auch so einfach rausnehmen kann. Und. Oh je. Yeah. Jetzt habe ich sie verlegt gehabt. Also es ist fast ein Vulkan, aber es ist keine Lava unten. Also es ist ringsum ist das Kirschblütenbiom und in der Mitte ist noch ein bisschen
Wald, glaube ich. Also eine Eiche ist im Krater drin. Die einsame Eiche. Die einsame Eiche. Die Eiche von Eichen. Zwei Esel sind hier. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt keine warmen Biome. Wir sind hier überall endlos. Ja, nur kalte Biome und normale Biome. Schade. So. Was ist das eigentlich dort gewesen? Ein Azaleebaum? Meine Güte, bei dieser Minimap habe ich immer das Gefühl, ich sehe nicht, wo mein Standort ist, weil es nicht mitreißt. Bei der Xeros Minimap reißt es, glaube ich, mit. Ich nicht irgendwas einen hellen Baum gesehen? Ah, vielleicht ist es eine Birke gewesen. Nö. Doch, das war diese Birke, glaube ich. Ja, definitiv. So, also ich bin wieder voll. Ich muss langsam wieder zurückkehren. Zur Base. Sonst bin ich ganz, ganz arm, wenn ich nichts mehr einsammeln kann. Aber einen Sattel hätte ich jetzt wirklich gerne. Also hier sind überall Pferde gewesen. Ich bin schon wieder ein bisschen weiter weg. Ah, ich kann wieder nicht rennen. Okay, aber die Waldbiomen, die sehen schon richtig geil aus. Zum Beispiel, ja, hat sie hier wieder so einen Hügel. Ah, es macht wieder so viel Spaß, obwohl man einfach nicht weiterkommt, weil man bestimmte Biome sucht. Aber irgendwie so Lust, einfach etwas zu entdecken. Ich bin auch der Entdecker. Ich bin gerne am etwas suchen oder so. Aber meine Zuschauer manchmal nicht so. Vor allem in den Livestreams haben sie dann manchmal auch keine Lust mehr zuzuschauen. Kann ich verstehen. Ist nicht jeder so wie ich. Ist ja auch gut so. So, endloser Wald. Ist ja heftig, wie viel Wald. Genauso wie im Singleplayer, ich immer Dschungel habe, letzte Zeit. Okay, dann gehen wir den Fluss hoch. Bootfahren ist eigentlich sehr effizient, weil man einfach keinen Hunger bekommt. Hat ja fast keinen Hunger. Ich die ganze Zeit keinen Hunger, obwohl ich durchgehend schwimme. Komisch. Also irgendwie müssen wir vielleicht vom Spawn her aus nach Norden gehen, damit wir überhaupt warme Biome haben. Aber eben, ich brauche Bambus. Ah, hier ist auch ein Dorf. Okay, südöstlich vom Haus ist auch noch ein Dorf. Ich finde die ganze Zeit kein Dorf. Es gibt irgendwie drei Dörfer östlich und südöstlich. Aber westlich scheinbar nicht und südlich auch nicht so viel. Ja, und eben nördlich sind wir nur vom Spawn nach Süden gegangen. Stimmt, haben wir noch nicht so viel entdeckt. Oh, 5 Smaragde in einer Dorfkiste. Geil. Und eine gelbe Blume. Die waren sehr reich, die Villager, bis du sie beklaut hast. Ja, bis ich sie beklaut habe, aber das mache ich eigentlich immer. Die brauchen das nicht. Die können ja damit gar nichts anfangen, die können ja die Kisten auch nicht looten. Das mache ich dann als Mod. Ich mache die Mods, ich mache einen Mod, wo die Villager ganz, ganz spielerfeindlich werden. Die beklauen dann den Spieler und so und bauen ihre schönsten Häuser damit. Ja, weiße Wolle brauche ich zum Beispiel gar nicht. Für einen Schmelzofen. So. Also, dann bin ich fertig. Siamkatze, cool. Bin ich da östlich gewesen? Glaube ich noch nicht. Ja, da ist noch ein. Ich bin ein Spieler, der fast nie Eisengolems tötet. Ich immer. Ganz viel Brot. Ja, das dachte ich mir. Das dachte ich mir wirklich.
Die meisten spielen einfach wegen der Effizienz. Ich brauche diese Effizienz nicht. Außer wenn es ein Dorf ist, in dem ich lebe, dann lasse ich sie auch leben. Okay, ja. Aber sonst spawnt er ja eigentlich relativ schnell wieder. Vor allem, wenn er Monster in der Nähe sieht, also wenn das Dorf Monster in der Nähe hat. Ja, wir könnten eigentlich ein Dorf auf dem Server dann wirklich so zu einem großen Trading-Posten machen. Ist ja auch sehr effektiv. Nur ich habe nicht so Lust, die Dorfbewohner herumzutragen mit dem Boot oder so. Können wir kurz schlafen, wenn es geht? Sowas mache ich gerne. Okay, dann optimierst du mich wirklich sehr. Meistens spielen. Kurz schlafen, bitte. Die Aufgaben, die ich mache, ein bisschen nervtötend, aber. Ja, also manche Sachen mache ich echt nicht so gerne, weil es einfach mehr nervt. Kannst du kurz schlafen, wenn es geht? Achso. Sonst muss ich gegen Monster kämpfen. Dankeschön. Bitte schön. Ja, wenn noch mehr Leute eben Lust haben mitzuspielen, einfach ein bisschen Kommentare schreiben, damit ich sehe, seid genug aktiv und auch vertrauenswürdig. Sonst haben wir immer wieder Backups, also es passiert nichts. Okay, ich habe den Sumpf gefunden. Das Dorf war also übrigens in der Nähe von deinem Sumpf, wenn du den gleichen Sumpf gesehen hast. Ja, jetzt bin ich sowieso schon wieder ganz weit weg vom Sumpf. Und du bist auch zu Fuß, oder? Jo. Kein Pferd. Ja. Bin jetzt gerade in Richtung Haus natürlich unterwegs. Ja, im Sumpf, also jetzt haben wir auch gerade kurz geschlafen. Ah, hast du ein Ding gesehen? Ein Netherportal in der Nähe? Okay, scheinbar nicht. Eine goldene Horse-Rüstung? Eine Pferderüstung? Kein Sattel drin gewesen. Ein Goldhelm mit Haltbarkeit 2. Ein Goldhelm mit Reparatur, den nehme ich mit. Aber ich habe keinen Block mehr frei. Also, ein Metallplatz. Ah ja, ich habe ja. Du hast ja mir noch ein Eisenschwert genommen. Ich habe immer noch das. Eine Goldhacke mit Behutsamkeit ist das nützlich. Nein, also mit Behutsamkeit. Kannst du schon irgendwelche Schwätze? Ja, ich habe einfach keinen Platz mehr. Okay, das Boot kann ich wieder neu craften. Kannst du damit ein paar Bienen zu dir holen? Ja, Mycel und Pozzol. Und noch ein paar. Ja. Gräser und so. Sonst brauche ich eigentlich eine Spitzhacke aus diesem mit Behutsamkeit, um die anderen Blöcke und so abbauen zu können. Also die Gesteine. Aber die kann man auch craften. Wie ist das eigentlich mit Wirstiel und mit dem anderen Karmesinholz? Kann man die irgendwie wieder vervielfältigen oder muss man das ganze Biom einfach dann abbauen und dann kommt es nie wieder? Habe ich nie so richtig gelernt. Ich finde es immer ein bisschen zu wenig dann im Netter. Never. Never, never. Never netter. Ja, weißt du scheinbar auch nicht, gell? Weil aus Pilzen könnte man ja die züchten. Wenn es geht. Oder wenn es noch nicht geht. Mache ich einfach einen Mod draus. Aber die Pilze sollten auch verfehlbar. Die wachsen eigentlich auch nicht einfach so, oder? Ja. Manchmal ist Minecraft noch nicht so weit, wie ich es gerne hätte. Ja gut. Ich muss mal kurz schauen. 24 Minuten. Ich brauche einen zweiten Bildschirm. Schenkt mir einen zweiten Bildschirm. Ich armer Mensch, der nie etwas Geld hat. Ich würde auch heute ein Spiel kaufen.
Oh, wie hieß das Spiel schon wieder? Bei Epic Launcher ist es 33% reduziert. Ist das irgendwie so Roguelite Simulator oder so etwas Ähnliches? Ist erst rausgekommen und ja, da spielst du auch einen Helden und hast halt so Roguelike-Elemente auch und eine Art Zelda, ein Ur-Zelda, also wie A Link to the Past. Hallo. Okay, ist raus. Hätte ich gerne gespielt und schon gelivestreamt, aber ich habe eben jetzt gedacht, den Server updaten müssen. Ich kaufe es mir morgen. Ich lade einfach die Kreditkarte wieder auf. Ah ja, ich habe ja gar kein Boot mehr. Meine Güte, ich rede zu viel. Ich habe so Schmerzen in der Gurgel. Ich muss mal weniger reden. So, dann eben, ich habe ja gesagt, drei Parts nehme ich auch schon mal direkt. Und ich werde sie so schnell wie möglich aufladen, hochladen. Weil, eben, ihr habt es verdient, auch live also, ein bisschen zu sehen. Und eben, wenn ich dann wieder einen zweiten Bildschirm habe, streame ich auch wieder ein bisschen mehr. Aber ich hatte echt in letzter Zeit auf Twitch zu wenig Zuschauer, tut mir leid. Es war nicht so motivierend. Und ja, ihr habt ja auch nicht danach gefragt. So, noch 300 Metern, dann sind wir wieder zu Hause. Ja, jetzt haben wir nur noch 6 Minuten Zeit, also das ist ja, wahrscheinlich nur noch 5 Minuten. Ja, dann müssen wir einfach alles hinlegen und ja, vielleicht machen die anderen noch etwas, die anderen zwei. Eben der Basti und der Leon wollten einfach auf dem anderen Server noch ein bisschen spielen. Der scheinbar ja besser ist, weil er mehr Features hat, natürlich. Ist aber ein freier PvP-Server und da spiele ich leider nicht so gerne. Und ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ich habe das einfach, glaube ich, 1.19.4-Version bei CurseForge kurz mit ihm gespielt. War richtig cool. Aber ich habe so Angst irgendwie von anderen Spielen, die hat viel besser sind als ich. Es gibt relativ viele, die viel besser sind als ich. Ich kann schon relativ gut PvP, weil ich ja ein bisschen Endergames gespielt habe 2016 und früher. Aber ja, mit einem Bogen kann ich noch gut umgehen. Mit einem Dreizack vielleicht auch. Ja. Mehr auch nicht. Was soll ich mir noch machen? Karotten rein, Kartoffeln rein, die Blumen, und die wollte ich noch anpflanzen. Stein, Schaufel, goldener Rossharnisch, Leder, der Leder-Rossharnisch, der ist mein, er bleibt mein. Der habe ich selber geköftet, also kann er auch selber benutzt werden. Er muss selber benutzt werden. So, hier mal ein, hier ein, hier ein, hier ein und hier ein. So. Also dann Dankeschön fürs Schauen. Der Kaktus ist auch noch nicht gewachsen. Okay. Und ja, falls es euch Spaß macht, schreibt es mal in die Kommentare. Wenn ihr auch ein bisschen gelangweilt seid, dürft ihr es auch schreiben. Und falls ihr immer so einen Server mitmachen wollt, bitte benehmt euch. Wir wollen halt nicht auch immer wieder resetten müssen oder so, wenn ein Spieler austickt oder so. Es ist ein Bauserver, also baut am besten schön und zerstört nichts. Im PvP ist noch an, aber werden wir das sehen, dass halt es ausgenutzt wird und andere Spieler geplagt und so, dann stellen wir das aus. Und eventuell nicht so schnell wieder an. Gut, wir machen doch noch ein bisschen Kisten. So. Und hier können wir noch den Rest rein tun.
So, wunderbar. Also dann, bis zum nächsten Mal, wenn ihr Lust habt, mir noch zuzuschauen. Nein, ist ein bisschen abwertend. Jo, und eben der Pluto, der sagt natürlich auch noch Tschüss, der ist eben weggegangen. Und die anderen zwei werden wahrscheinlich morgen wieder dabei sein. Jo, und wenn ihr auch dabei sein, mitreden wollt, dürft ihr das auch gerne. Gell? Aber gute Mikrofonqualität. Jo. Auf ein gutes Gelingen mit dem neuen Community-Server von mir und Leon. Besten Dank. Auf Wiedersehen. Tschüss.